der Speisesaal. Schon bei ihrer Planungstätigkeit für Schulen und Kindergärten in der Sowjetunion entwarf sie die Bauten in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Ärzten und Pädagogen. So kam es, dass die Bauten funktional stark getrennt wurden. Jede Tätigkeit bzw. Funktion bekam einen eigenen Raum. Ein Saal, der gegebenenfalls alle Kinder des Kindergartens gleichzeitig aufnehmen kann, forderte Margarete Schütte-Lihotzky. Als Ort des Gemeinschaftslebens konzipiert, sollten hier Feste gefeiert, Theater gespielt, gesungen, musiziert und getanzt werden. Ebenso war es ihr wichtig, dass der Saal nicht nur für besondere Anlässe genutzt wurde. Denn auch im Winter wurde Platz für die täglichen Bewegungsspiele wie Laufen, Springen und Gymnastik benötigt. Dieser zentrale Saal wird direkt von der Eingangshalle über zwei Türen erschlossen. Er ist an der Südseite großzügig verglast und erhält zusätzlich indirektes Licht über die Innenfenster zum Eingang. Dadurch kann das Geschehen von den Kindergärtnerinnen oder den Eltern von außen mitverfolgt werden. Der Außenbereich wird durch die bauliche Anordnung der Mehrzweckhalle in mehrere Teile gegliedert und bietet somit einige windgeschützte Ecken zum Spielen. Bei ihren Entwürfen für die Kindermöbel legte sie großen Wert auf optische und physische Leichtigkeit, Stabilität und Raumersparnis. Praktische Stapel und veränderbare Möbel, die leicht zu reinigen sind und zusätzlich die manuelle Geschicklichkeit der Kinder fördern.